Wir haben viele taktische Dinge gut umgesetzt, die wir uns vorm Spiel vorgenommen haben. Wir hatten die nötige Aggressivität, wir hatten die nötige Zweikampfstärke und Laufbereitschaft und haben deswegen völlig verdient das Spiel gewonnen. Wir haben so gut wie gar nichts zugelassen, was gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Altona auch nicht so leicht ist. Und von daher sind wir zufrieden und freuen uns jetzt über das erfolgreiche Wochenende. Ja, eine 3-0-Niederlage kann man jetzt, ja, wie soll ich das bewerten? Es ist für uns natürlich schlecht. Ja, wie gesagt, das ist das zweite Punktspiel und lieber passiert uns das jetzt am zweiten Punktspiel als zum Schluss, wenn es um die Wurst geht, ne? Also grundsätzlich ist man natürlich sehr zufrieden, wenn man 3-0 gewonnen hat. Da wir echt verdammt wenig zugelassen haben, bis auf wirklich eine klare Torschance, finde ich, geht das auch zu 0 völlig in Ordnung. Wie gesagt, da ist einfach nicht viel passiert und vorne waren wir heute sehr, sehr effektiv, haben unsere wenigen Chancen genutzt. Von daher sind wir, gerade was das angeht, vollauf zufrieden. Na, wir haben uns auf die diagonalen Bälle, mit denen Altona gerne spielt, relativ gut eingestellt und uns auch nicht locken lassen, dadurch zu tief zu sein. Und haben vor allen Dingen im Spiel nach vorne mutig agiert, sodass wir eben auch in der Lage waren, wenn auch mit wenig Torchancen, dann auch gleich 3 Tore zu schießen. Was aber dann für die Mannschaft und für die Entschlossenheit spricht, weil auch klar ist, dass Altona eine sehr, sehr gute Umschaltbewegung hat und ein hohes Tempo dabei gehen kann. Trotzdem haben wir uns da dementsprechend gut gegen gewehrt. Ja, wir haben aus einer sehr geordneten Defensive herausgespielt, haben punktuell vorne mal den Gegner angelaufen. Da haben wir sie dann auch wirklich gut unter Druck gesetzt, haben sie Probleme bekommen. Daraus entsteht dann auch das erste Tor. Und ich finde, es war halt einfach der Schlüssel, dass wir eine klare Taktik hatten, eine gute Defensivtaktik hatten. Und die hat uns heute geholfen, gerade die Null zu halten und dann, wie gerade schon gesagt, vorne effektiv zu arbeiten. Wenn man jetzt auf die letzten Jahre guckt, BU war letztes Jahr Vizemeister, natürlich kann man erwarten, dass die sehr gut drauf sind, auch spielerisch sehr gut. Allerdings muss man sagen, dass wir sind Altona, wir wollten letztes Jahr aufsteigen. Ja, es haben uns ein paar Zehntel gefehlt, dass wir es eben nicht geschafft haben und wir werden dieses Jahr alles abreißen, damit das wieder so passiert, nur dieses Mal werden wir aufsteigen.